Schönen guten Morgen und ganz herzlich willkommen zu IDEAS Daily TV. Der deutsche Leitindex ist derzeit einfach nicht zu stoppen. Auch gestern setzte der DAX zum Höhenflug an. Mit der Unterstützung der Wall Street baute er am Nachmittag seine Gewinne sogar noch aus und schloss dann bei 12.487 Punkten. Das ist ein Plus von fast 3,9%. Blicken wir jetzt direkt mal an die Börse Frankfurt zu unserer Korrespondentin Franziska Schimke. Franzi, eigentlich nach den deutlichen Zugewinnen am Montag hätte das ja keiner mehr erwartet, was da gestern passiert ist. Was erwartet uns denn nun heute? Ja, das war in der Tat ein super Start in den Juni. In den letzten zwei Handelstagen hat der DAX fast 8% an Boden gut gemacht und eigentlich ruft das nach Gewinnmitnahmen. Aber wir sehen den DAX jetzt im frühen Handel erst einmal relativ stabil. Also es ist nach wie vor dieser Konjunkturoptimismus. Heute steht vor allen Dingen die Bewertung und Auswertung des zusammengestellten Konjunkturprogramms der Bundesregierung im Fokus. Außerdem haben wir die EZB-Sitzung und da hofft man sich natürlich dann auch noch mal Maßnahmen, um eben die Auswirkungen der Coronavirus-Krise abzumildern. Aber auch wichtige US-Konjunkturdaten stehen auf der Agenda. Wirft man einen Blick auf die Vorgaben, dann haben wir den Nikkei und den Hang Seng moderat im positiven Bereich. Beim Shanghai Composite, da geht es hingegen noch moderat nach unten. Also nicht allzu viel Bewegung an den asiatischen Märkten. Aber beim Dow Jones, da ging es eben gestern auch noch einmal kräftig nach oben. Am Ende ein Plus von 2,1%. Man ist direkt im frühen Handel wieder über die 26.000 Punkte gesprungen und auch dort ist es die Hoffnung auf eine rasche wirtschaftliche Erholung, die treibt. Und um nochmal zum DAX zurückzukommen, wir haben jetzt seit eben der Coronavirus-Krise die Verluste zu drei Viertel wieder wettgemacht. Aktuell die Stimmung also nach wie vor hervorragend und die 12.500-Punkte-Marke definitiv hier im Visier. Vielen Dank nach Frankfurt, Franziska. Ja, nach diesem Ausblick auf den heutigen Handelstag folgt wie gewohnt die Marktidee. Heute ist dies 3M. Die Aktie von 3M hat sich zuletzt sehr gut entwickelt und einen Erholungstrend etabliert. Dabei scheiterte der Kurs allerdings zweimal daran, die 200-Tage-Linie zu überwinden. Gestern gelang dann der Ausbruch im dritten Anlauf und um noch weiteres Aufwärtspotenzial zu generieren, muss diese Aktie jetzt den nächsten Widerstand aus dem Weg räumen. Wo sich dieser befindet, das lesen Sie nach in einer ausführlichen Chartanalyse unter www.ideas-daily.de. Ja, und wenn Sie mögen, sehen wir uns morgen an dieser Stelle wieder. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.